Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich glaube, ich habe den Hund gerade ein bisschen geweckt. Tut mir leid, Bella. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Ich habe hier etwas für euch, ich würde sagen, Großartiges. Das hier ist jetzt, nachdem ich alles aufgenommen, zusammengeschnitten habe, das jetzt sozusagen der Endschnitt vom Anfang, wenn man so sehen will. Wir reden ein bisschen über Anti-Cheat. Es wird auch kritisch und es wird lustig, denn ich habe mir gedacht, gepaart, um diese Geschichte zu erzählen, muss ich euch zeigen, wie es aussieht, wenn jemand wie ich ein Ohr für seine Community hat und sagt, okay, ihr wollt alle irgendwie COD sehen und ihr wollt MW2 sehen und man denkt sich innerlich, Alter, ich kann's nicht, ich kann's nicht. Und man steckt sich leichte Ziele, versucht einfach Spaß zu haben und bei sowas geschehen halt besondere Dinge. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch sowas auch passiert. Ja, wartet ab, ihr kriegt das alles wieder. Chat, was war das denn? Darauf kam, dass das Sinn macht. Drei Mann mal drauf, wenn du nächstes Mal eine Drohne hast. Drei Mann Feed. Chat, ich hab's gesagt. Drei Mann Feed. Und bei den ein oder anderen Sachen kann man sich denken, ja, okay, wie kann es sein, dass diese Leiche hier mit einer Geschwindigkeit von einem Torpedo durch die Map fliegt? Und dann trifft man eben auch auf gewisse interessante Leute und Momente, wo man sich denkt, what? Digga, ich bin doch gerade gespawnt, wie kann ich denn dann angeschossen werden? What? What? Und dann sitzt man da und denkt sich, irgendwie kann es schon ganz witzig sein und erkennt, dass man den Spaß an Game tatsächlich nur dann hat, wenn man es gar nicht mehr ernst nimmt. Was ehrlich gesagt absolut kein vernünftiger Zustand für ein Game sein soll, was mehrere Milliarden Dollar Umsatz macht und von so einem Publisher kommt. Es gibt aber viele Momente, wo man sich sagt, okay, jetzt fühle ich mich gut, auch wenn es, während man es live macht und man ein bisschen Adrenalin hat und Bock hat, eh geiler anfühlt, als es eigentlich wäre. Junge Dame. Oh, der Turn-on, oh mein Gott, disgusting. Schwere Einschätzung, so aus dem Nichts, aber weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt. Chat, wenn ich den hole, oh mein Gott, ich habe... Bitte, bitte. Jetzt ist es aber so, dass es eine Krux an der Geschichte gibt. Und diese Krux ist, dass wir von dem schlechtesten Anti-Cheat sprechen, was es auf der Welt je gegeben hat. Das Team Ricochet ist meiner Meinung nach ein Fake. Ich glaube nicht, dass es Ricochet wirklich gibt. Ich glaube nicht, dass jemand in diesem Team arbeitet. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Anti-Cheat von einer KI beeinflusst gibt oder einer Software oder einer Formel. Ich glaube, es gibt zwei Varianten. Man wird dreimal gemeldet und dann ist man in einem Shadowban und dann kommt man nur noch mit Cheatern zusammen. Und ich weiß, dass einige von euch zu gerne sagen, das stimmt gar nicht. Man kommt nicht in so eine Shadowban-Lobby. Man ist nur in so einer Lobby, weil man Kronos benutzt. Und selbstverständlich, Chat, YouTube, das hier ist mein Gaming-Controller, den man den ganzen Stream, wenn ich auf dem Controller spiele, sehen kann. Und selbstverständlich, ihr seht, Hier ist extra dieser riesen Blob, den ihr jetzt nicht seht, aber er ist da. Der ist extra für den Kronos und der Kronos ist da vorne. Da geht er auch rein. Ich habe sogar ein Kabel dafür. Und er geht unten rein und dann wickelt man den Kronos um den Controller herum. Und das erkennt das angebliche Anti-Cheat bei uns allen. Das sollte man immer bedenken. Das sieht man. Das ist das Argument, das sieht man. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir mit den Jungs in Shadowban-Lobbys gekommen sind. Denn irgendeiner von uns, und wir wissen mittlerweile wer, und ha, Shappy war es mal nicht, es wäre der vierte sonst, sind in Lobbys gekommen mit Menschen, die ich RGB-Gamer nenne. Und ja, man muss sich vorstellen, dass diese Leute so 6, 7, 8 Dollar täglich dafür bezahlen, ein Wallhack zu benutzen. Bei Wallhack mittlerweile einfacher als Aimbot, weil Wallhack sieht man nicht so schnell. Jeder, der auch nur ein Zyklopenauge hat, erkennt es trotzdem relativ schnell. Und ich dachte mir, ich zeige euch ein, zwei von diesen besonderen Gamern, die derartig schlecht sind in diesem Game, dass sie cheaten müssen und trotzdem schlecht bleiben. Was absolut verwunderlich ist, wenn eigentlich eine KI für dich das Aim, Zielen, Schauen und sonst was übernimmt. Aber guckt euch den hier an. Nennen wir ihn Kevin. Chat! Habt ihr... What? 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 Chat! Chat!
Beruhige dich. Klipp das! Ja. Bitte klipp das! Bitte klippt es für mich! Chat! What? Chat! Beruhige dich! Klipp das! Ja. Bitte klipp das! Und ja? Es ist deutlich. Ist kein Hate da oben gewesen, wie auch. Drohne wäre auch egal. Ich hab Geist. Ich hab mich nicht mal bewegt. Aber es gibt auch noch andere, die. Guckt. Gießt er ab. Alter. Ich hasse die Karte und in so einer Lobby noch mehr. Ich hatte es wirklich nicht pralle. Ich mag Shipment. Nein, Chat, Graf hat kein Wallhack. Bitte klippt das nicht, ja? Bitte nicht. Das war. Nein, tut er nicht. Nein, Chat, nein. Und dann sitzt man so als erwachsener Mensch da, der seit vielen, vielen Jahren Call of Duty spielt. Und die sind da oben. Chat, wieso sind wir da eben nicht mehr raufgekommen? Ah, ich spring. Ah, ich darf nicht zu weit springen. SWAT! Och man. Was? Und denkt sich, wie kann es sein, dass wir so viele Cheater haben mit Level 40 bis Level 600 irgendwas, die offensichtlich nicht dauerhaft gebannt werden, sondern in irgendeiner imaginären Bubble von Shadow gebannten sind und so viele von euch, von mir in Warzone, MW2, Multiplayer, davon geplagt sind, dass sie immer und immer wieder in diesen Lobbys drin sind, weil sie immer und immer wieder einen Shadowban kassieren. Und ihr könnt auf Activision, ihr braucht nur auf Google gehen, gebt Activision Shadowban ein, dann kommt ihr auf so ein Formular, da müsst ihr eure Activision-ID eingeben und sagt euch eure Activision-Seite, entweder nix, dann habt ihr überall grüne Haken bei den Games, oder wird geprüft. Wird geprüft, bedeutet 2 Wochen Shadowban, kannst du nichts gegen machen, hat auch nichts mit VPN zu tun oder Controller, sondern es ist brachial so, du wurdest oft genug gemeldet und bist deswegen, und oft genug heißt ja halt, ich glaube, 3-mal mittlerweile nur noch, du bist jetzt erstmal 2 Wochen mit solchen suspekten Leuten zusammen, die offensichtlich cheaten. Und nach diesen 2 Wochen, wenn ihr nichts getan habt, werdet ihr wieder freigelassen, das habe ich jetzt schon 3-mal hinter mir. Und wenn ihr dann wirklich gecheatet habt, dann ist die Chance 50-50, ob ihr einfach weiterspielen könnt, weil Activision da leider sehr unfähig ist, oder ob ihr tatsächlich gebannt werdet. Und wir haben einen sogar gehabt, der war Level 400 irgendwas mit seinem Namen, der wurde dann anscheinend durch die Reports von unserer ganzen Gruppe gebannt und 3 oder 4 Stunden später hatten wir ihn wieder mit einem neuen Account, Level 40-50, mit selben Namen. Er hat einfach mit den Cheats weitergespielt, das hat ihn scheiß interessiert. Und dann sitzt man halt da und denkt sich wirklich so, das kann doch nicht sein. Es gibt so viele Games, die ein vernünftiges Anti-Cheat haben und Valorant hat ein vernünftiges Anti-Cheat und eigentlich jedes halbwegs moderne FPS-Game, nur Activision scheißt mal wieder rein. Und dann finde ich es halt so witzig, dass so alle paar Monate gezeigt wird, was für Möglichkeiten Ricochet mittlerweile hat, um Cheater sozusagen irgendwie zu bestrafen, so. Der Gegner vom Cheater wird dann unsichtbar, damit der Cheater den nicht mehr sehen kann. Oder man wird immun gegen Schaden oder den Cheater wird die Waffen weggenommen. Und diese Showcases, ich finde die mal total geil. Ich würde das absolut feiern, wenn ich im Multiplayer stehen würde und sehen würde, dass vor einem gerade die Waffe von dem Typen weggenommen wird. Und ich wüsste, ey, der cheatet und jetzt kann er mir nichts mehr tun. Aber tatsächlich habe ich bei so vielen Spielstunden, die ich habe, so vielen Spielstunden, die ich Leuten auf Twitch zugeguckt habe, auf YouTube zugeguckt habe, in Game zugeguckt habe, mit Leuten gesprochen habe, mit meinem Discord-Server gesprochen habe, mit meinem Chat gesprochen habe, mit euch Kommentaren gesprochen bei YouTube, habe ich noch nicht einmal von jemandem gehört, der das live tatsächlich miterlebt hat. Und vor allen Dingen nicht von jemandem, der vielleicht nicht die Größe, und ich habe es vor 1,5 Jahren tatsächlich, ich nehme es zurück, einmal gesehen bei Stylers, bei irgendwelchen Uncut-Runden, da wurde live ein Spieler gebannt, der ist dann verschwunden. Da haben ihn aber auch tausende Leute zeitgleich reportet und Stylers mit der ganzen Lobby und. Ansonsten, bei normalsterblichen Streamern, Spielern, habe ich es noch nie gesehen, dass es passiert. Und das lässt einen ja schon ein bisschen zu denken nach, weil wir sind hier in einem Game, was so viel Umsatz macht und so viel Geld, dass es für mich keine Erklärung geben kann, dass man kein
vernünftiges Anti-Cheat rausbringen kann, was über, ja, du wirst dreimal gemeldet, du bist erstmal 2 Wochen gesperrt und spielst nur noch mit Cheat, dann viel Spaß dabei hinausgeht. Das ist so krank eigentlich. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, ja, die Shadowbans sind zu viel, die Bans generell, die richtigen sind zu wenig, das Anti-Cheat funktioniert nicht. Es gibt auch etwas Positives, was ich ehrlich gesagt selten bisher erwähnt habe, aber mit euch teilen will. Und das ist vielleicht für einen ein Geheimnis. Für mich ist es ein wichtiges, positives Nebenerzeugnis des Ganzen. Man kann lachen. Man kann die Leute auslachen. Und ich empfehle euch, Leute, meldet sie und lacht sie aus. Ihr müsst euch vorstellen, dass in einem Game wie Modern Warfare 2, wo es keine Skill Gap gibt, wo der schlechteste Spieler Kills machen kann und der beste Spieler Kills machen kann, wo es kein Movement gibt, keine Time to Kill, wo es nichts gibt, sind trotzdem Leute, die so schlecht sind, dass sie denken, sie müssten cheaten, weil es angeblich ganz viel andere tun. Und wenn man sich diese Sachen immer im Kopf zerlaufen lässt und zergehen lässt, kommt man auf den Schluss, wo ich hinkomme. 10% Holy, Coach Shappy, danke fürs Schauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich versuche, ein bisschen Positivität reinzubringen. Bis zum nächsten Mal.